bin im Flugzeug. Okay, sollen wir leise sein? Ja, ist ein bisschen selbstversetzt. Ich hab ein Survival Guidebuch aufgesammelt. Ich sage. Hast du schon gestartet, die Aufnahme? Ja, ja, Aufnahme läuft. Achso. Wir müssen doch Roadplay behalten. Es ist einfach Nacht. Ah, oh, scheiße, ich stürz ab! Oh mein Gott! Ah! Oh. Hilfe! Ich muss meinen Sohn irgendwie retten! Halt dich fest! Ich weiß nicht. Ah. So, ich weiß nicht, welche Krise, aber bei mir scheint alles gut zu sein. Ah ne, jetzt weiß ich, was wir reden. Okay. Oh Gott. Ah. Oh Gott. Ich stell mir das gerade vor, dass drei Flugzeuge gleichzeitig auf die Insel abstürzen. Und Mastermon ringt einfach schon weg. Ich hab einfach wieder. Seht ihr mich wieder, was? Ja, du stehst einfach hinter. Ey, du läufst schon rum. Halt den Typen auf, der gerade meinen Sohn entführt. Halt ihn auf, halt ihn auf! Wo ist der? Wo ist der? Ah! So, das ist zu spät. Bevor jetzt alles nimmt. Mach Gott, ich muss mal ganz. Nein, die Sachen sind alle kleinzeitmäßig. Mach dir keine Sorge. Ach so. Mach mal ich Platz da! Durch. Chris, du stehst mir im Weg! Ja, gleich. Ja, gleich. Ich musste gerade die Auflösung wieder runterschrauben. Mario, es hält dich voll. Chris, geh mal schön weg, ich muss durch. Alles. Ich will essen. Hallo? Danke, Leute. Ich mag ihren Sohn noch nicht mal. Ich hasse den. Schnauze! Wegen dem sind wir jetzt abgestürzt, ey. Ich sag's dir. Immer wegen diesen kleinen Kindern, ne? Erst wäre sie denn Evil, so ein kleines Kind. Jetzt hier so ein kleines Kind. Ist so. In Resident Evil war das Kind der. Ich halt nur ein Kind. Diese kleinen Kinder machen immer alles kaputt. Das war doch Dings, die Zoe? Ah ja, die andere war ja unsere Frau. Ja, die war doch kein Kind. Ja, die. Das war kein Kind! Noch, die gehört aber zur Familie! Oh, hab ich dich gerade getroffen? Nee. Das war ein Unfall. Ey, Leute, Warte, hier ist die Yacht. Da hinten ist der Baum. Ich weiß, wo wir sind. Ich habe Orientierung. Wenn wir schon mal hier in der Yacht sind, gehe ich mir ganz kurz was holen. Was gibt's denn in der Yacht nochmal? Da gibt es eine Kassette und können wir hören. Ich glaube ein paar Infos und ein Bild, Foto und so. Ach ja, das ist nichts Wichtiges. Ey, Kassetten sind voll wichtig. Aber damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Also was heißt neu? Das Spiel existiert schon sehr, sehr lange. Es wird auch nie fertiggestellt. Ja, das wäre doch langweilig. Ja. Aber mittlerweile geht es ja wenigstens ein Ende. Und damit ich die Begrüßung jetzt mal vollenden kann, herzlich willkommen zu The Forest. The Forest. Präsentiert von Uninox Gemüse. Uninox. Unox. Gulaschsuppe. Okay. Die ich gerade esse und die sehr lecker schmeckt. Ich wollte gerade Unox heißen. Aber natürlich gibt es auch noch viele andere Suppen von Erasco und. Hast du nicht gesehen? Alter, ich sag mal die Steuerung. Kann man das Kreuz hier abreißen? Nein. Ja, eigentlich ja. Nee, kann man. Nee, das kann man. Dieses Kreuz nicht. So. Okay, Fotos. Oh. Was ist hier Mann, warum ist hier keine Leuchtpistole? Also ich sehe das Foto noch nicht mal. Also. Komisch. Ich habe jetzt gerade irgendwie meine Auflösung gerade wieder runtergeschraubt. Ich hatte gerade eben eine Auflösung von 3000 irgendwas. Das hat bei mir sowas von stark geruckelt. Ah ja! So, ich würde einfach mal sagen, lass uns jetzt mal zu dem Ort gehen, wo wir. Mastermon, guck mal! Hauptsache, du fällst vor direkt Bäume, wo wir noch gar nicht was bauen wollen. Der Baum Mastermon geht nicht um! Wieso geht der Baum nicht um? Ja? Na, guck mal! Oh ja! Oh. Mario, guck mal, was ich gefunden habe! Ich komme! Moment! Oh geil, der erste Trophäe! Oh, Vogel! Schildkröten, wir müssen Schildkröten töten. Ja. Für gleich Wasser. Ich gehe mal zu dem Ort, wo ich plane, das Haus hinzusetzen. Also das Lager. Ja, ich denke, wir folgen dir gleich. Jo. Kommt ihr hinterher. Ich bin mir nicht mehr sicher, kann man auf zwei Schildkrötenpanzer mitnehmen oder nur einen? Oh, was ist das denn hier? Kleiner See. Oh. Das ist ein anderer See. Ich trink mal was. Wenn das gesund ist, aus dem See direkt zu trinken? Nee, ist nicht gesund. Stimmt. Also, aber wir können uns hier direkt Kleidung mitnehmen.
Und ich glaube, hier gab es doch, glaube ich, ein Bauteil für eine Pistole oder so, ne? Muss so aufspringen. Fuck. Aua. Ah! Ich habe irgendwas Giftiges gegessen. Das ist wahrscheinlich der See. Das Schlusswasser, das solltest du so nicht trinken. Nee, ich habe irgendwelche Berge gegessen. Okay. Ich habe für uns schon mal so ein Schildkrötenpanzer mitgenommen, da können wir uns gleich so ein. Eine Gitarre? Cool, seit wann gibt es hier Leichen? Eine Gitarre? Hä? Du kannst schon Gitarren aufbauen, oder nicht? Das ist ein Panzer? Ich glaube schon. Klar, jedenfalls würde ich das für ein Trinkwasser benutzen. Ich habe mir gerade mal so einen Kochtopf geklaut, ne? Sehr gut. Ist die. Okay, ich geh mal weiter. Obwohl, ah, kann man hier, drin, hier drin war. Genau, und da drin ist ein Bauteil für eine Waffe. Und das nehme ich mir auch mit. Also ich mache das mal richtig Kochmeister, ja. Ich lauf mal weiter. Ach ja, ich hab's noch gar nicht erwähnt. Mit dabei ist übrigens der gute alte Omnitron. Okay. Wer ist das? Wer ist Omnitron? Der Master Monk. Hallo? Ist auch dabei. Ich bin Master Monk. Ja. Christian Statement. Christian, was sagen Sie zu dem Tag heute? War er erfolgreich? Ach du Scheiße. Hallo Leute. Wie geht's euch? Ey, Mann, meine Kumpel, ich hab euch schon überall gesucht. Wie geht's euch denn? Er hat erstes Kannibalentreffen schon mal. Na? Oh. Ihr? Ey, okay, jetzt nicht, meine Freunde. Das war eine Lüge. Ah. Oh. Ja, wir suchen mal. Super, Mario. Ich hab hier auch einen. Ich hab ja auch einen gesehen gerade. Zwei Leute gegen mich. Ja. Ist unfair. Mario hinter dir. Wir sind verfolgt, Mario. Oh Gott. Ich werd verfolgt. Nee, Mario auch. Ja, ich auch. Ich hab's auch mitbekommen. Komm, wir boxen den Typen. Nee, ich hau ab. Ich will keinen Stress mit denen. Seid ihr noch beim Dorf? Oder seid ihr nee, ich bin schon ziemlich weit weg. Oh nein, Gott, da ist ja. Scheiße, ist doch eine Patrouille. Okay, schwimm. Bin mittlerweile ehrlich gesagt. Life. Ja, ich auch. Aber wir spielen Forest und kein Half-Life. Ah. Nicht witzig. Oh mein Gott, ich kletter erstmal nach oben. Oh, ich war noch ein Kaninchen. Oh, Salamander. Oh, Alter, ich muss langsam mal ein bisschen was sehen, damit ich mich wieder orientieren kann, wo wir hier sind. Ich habe die Karte zwar offen, aber die ist so klein minimiert. Komm schon, du musst hier hoch. Was? Oh. Oh Gott, ich bin gerade eben runtergefallen, aber ich war zum Glück schon so weit unten, dass ich nicht gestorben bin. Komm schon, geh da hoch. Erstmal meine Suppe aus Leerstoffen. So, wo ist denn jetzt hier diese Bucht oder das Loch? Wir haben nicht einen gewissen Plan. Ich laufe hinter dir her. Weißt du, wir sind zwar eigentlich normale Hobbytouristen, ne? Aber wir haben schon direkt einen Plan gemacht, wenn wir abstürzen, wo wir dann. Und, hier ist ein Lager. Ich habe einen Salamander getötet. Ja, ich darf noch nicht mal ausreden! Nee. Doch, darfst du. Unhöfliche Leute hier! Wir wollen uns einfach alles schön geplant, wie wir uns hier schön verstecken. Wo wir uns schönes Häuschen machen. Da, aha. Da hinten ist das Cockpit, ich laufe gerade ganz falsch, oder? Hä? Masterbank? Du hast die Karte noch offen, ne? Wir sind beim Dorf hier, hier ist ein Dorf. Sind wir nicht hier am Strand? Nee, da hinten ist das Cockpit. Hä? Ich glaube, Christian ist sogar näher dran. Ich habe mal auf der Karte einen Moment. Ja, klar. Lass mich mal schauen. Richtige Survival-Leute haben nämlich nicht bei jedem Location, wo wir landen könnten, eine Karte dabei. Klar. Cockpit, wir müssten ja. Wir sind ungefähr. Ich bin ein bisschen falsch gelaufen. Wenn ich jetzt gleich das Loch finde, dann bin ich genau auf der richtigen Linie. West müssen wir. Hab ich einen Kompass? Cockpit. Nee, aber. Kann man nicht. Ja, da lang schwimmen genau und dann aber links halten. Da wo du lang schwimmst, links halten. Ja, ich gehe jetzt mal zum Cockpit, weil ich glaube, da drinnen gab es noch was. Ja. Weil ich meine nämlich, Piloten haben immer für den Fall, dass sie irgendwo abstürzen, C4 dabei. Was dabei, damit sie sich melden können. Und da hinten laufen Dorfbewohner. Darf ich nicht auch irgendwie C4 dabei oder sowas? Keine Ahnung. Nee, C4? Nee, deswegen.
Da waren Laptops, glaube ich, dabei, die man kaputt machen kann, und das sind dann Schaltkreise. Man kriegt dann Schaltkreise, mit denen man auch irgendwas bauen kann, mit dem man sich, glaube ich, dann dieses... Zeitbomben. Ja. Hier sind Geister. Geister? Was? Hier ist gerade ein Koffer durch die Gegend geflogen, draußen. There's something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! Ich bin jetzt wieder bei der Yacht. Ey Leute, wie seid ihr? Vor allem, du willst zur Bucht, ey. Ich werde, glaube ich, noch. Wenn ich mich jetzt wirklich beeile, bin ich wahrscheinlich noch vor euch da. Chris, pass auf, wenn du in meiner Richtung kommst, sind zwei keine Freunde. Was ist hier vor oben? Nee, ich laufe gar nicht in eure Richtung. Ich laufe da, Mario, da. Ja. Okay. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Die dürftest du dir auch noch im Cockpit eigentlich holen. Hol ich's mir eben. Ist sie gut? Joa. Signalfackel, ja. Die kannst du, glaube ich, später sogar noch erweitern oder so. Kann ich damit noch Bomben schießen? Nein, nur Signalfackeln, aber die sind gut. Die haben besetzte Leute in Brand. Aber ich werde vor euch bei der Bucht da sein, das ist euch schon klar, ne? Ja, dafür haben wir jetzt eine coole Leuchtpistole. Ja, die hol ich mir dann später. Ah. Die Piloten sind tot, kann das sein? Ja. Passiert. Da ist es noch, okay. Immer diese schlechten Piloten. Jetzt fliegt man auch, deswegen fliegt man auch lieber German Wings mit. Boah, Alter! Ich hab schon einen Bogen, was habt ihr? Ich hab schon einen Bogen, hä? Du hast schon einen Bogen? Ja, einen Bogen. Aber ich kann doch noch. Ich hab einen Vogel getötet, und du? Ich hab zwei Federn, okay? Und ich hab auch zwei Federn. Kann ja jeder behaupten. Ich habe sogar gleich mehr, weil ich jetzt den nächsten Vogel töte. Wer hat dich denn gefragt? Feder. Ach. Jetzt habe ich sogar, pass auf. Wo sind denn meine Federn? Da. 6 Federn. Na? Hast du schon einen Bogen? Nee, aber dafür habe ich einen toten Salamanderkörper. Also einen Lizard. Hoi. Ah Gott! Oh mein Gott! Mann! Ich habe gerade auf mein Handy geschaut, mein Handy ist in die Hand gefallen. Hilfe! Was? Mein Handy! Ja, das kriegen wir. Wie dein Handy? Wir sind hier in der Wildnis! Mein MP3, was? Hi! Kassettenrekorder heißt das Ding. Kassettenrekorder, genau. Sagt ein Handy dazu. Hat das sogar noch Touchscreen oder was? Wie kann man eigentlich mal funken? Kuh. Boah, keine Ahnung. Kuh. Hallo, Freunde. Oh Gott. Hilfe! Leute, ja, sie... alleine, hilft mir! Also, wenn wir schon so Roleplay-Effekte machen, müssen wir auch über unser Funkgerät kommen. Leute, ich werde gar nicht sterben, over. Ich bin auf dem Weg, Chris. Just a prank, bro. Der hat eine Kamera. Okay. Social Experiment. wieso seid ihr eigentlich so weit vorne? Lass mich hier alleine. Oh nein! Ich glaube, ich bin schon bei besagter Bucht. Oh fuck, ich bin tot. Ich glaube, ich bin schon bei besagter Bucht. Wie kann ich mich nochmal heilen? Du brauchst Medizin oder musst dir selber Medizin craften? Also selber, also kannst du Medizin finden oder aus den Heilpflanzen? Kann ich Medizin craften? Aus Heilpflanzen. Ja, Chris? Ja? Du bist, ich glaube sogar richtig. Ja, glaube ich auch. Hier sind Container bei mir. Weil ich sehe auch überall Container. Mario, sehe ich dich? Warte mal. Wir sind noch nicht ganz richtig. Ich habe ein bisschen Angst, so allein im Nahwald. Meine Mama hat mir gesagt, geh niemals allein durch den Wald. Alter, ich kenn das gar nicht mehr anders. Ich war die ganze Zeit allein. Ihr seid sofort abgehauen und habt mich allein gelassen mit diesen komischen Fremden. Die Fremden waren nett zu mir, die haben mir gerade einen Kopf geschenkt. Bei ihren. Okay. Mir nicht. Mich haben sie nur gejagt und dann bin ich in so eine andere Patrouille rein. Und dann bin ich schnell irgendwo hochgeklettert und dann waren sie weg. Ja, immer diese Falken-Pussys. True story. True story. Wo ist mein Weinglas? Bitte? Weinglas für True Story. Wo hat man auch mal ein Weinglas dabei? Nee, ich hab mir nur Cola. Ein bisschen Cola. Coca-Cola. So, wo sind denn hier die Salamander? Hier, ich bin gleich bei der Bucht. Ach, ich Idiot. Ich glaube erstmal Richtung Luma. Oh, was ist das denn? Pilze? Ja, ich bin nämlich kurz vor besagter Stelle, wo ich das Haus hingesetzt habe. Ich hab Pilze gegessen, dann hab ich gekotzt. Läuft. Ja, Klassiker. Oh, ich hab mich mal gebaut.
Survival! Komm. Du bleibst stehen. Bleib stehen. Wieder vorbei. Wo bekomme ich diese besagten Heilpflanzen her, Chris? Oh nein! So weit. Was denn? Ich bin in der Bucht, aber hier sind gerade zwei Dorfbewohner. Ja, die knallen, die machen wir fertig, ich komme. Ja, auch gerade fertig. Ich suche gerade weiter. Wo ist der? Junge, kann man sich irgendwie anders heilen, außer. Ah, ich hab Metz. Oh. Ja, mit dem, wenn du so Medizin du so findest oder halt die auch selber craften kannst. Ja, ich hab grad die Tabletten. Mann, warum diese. Hatte. Mario? Ja. Ich komme. Ich bin nämlich der. Ich bin. Bin. Der genau, Meister. Ich bin weg. Wir haben hier das Problem mit so einem fucking Salamander. Survival! Also ich bin an der Stelle, wo ich geplant ja, habe, ich das Haus zu bauen. Ja, ich bin auch da. Ja, schon? Ja, ich bin hinter dir. Ich schaue gerade Richtung Container. Ja, Container ist gerade falsch. Da gibt's Loot, da gibt Loot, ne, bei dem Container. Hallo, Mario! Ach, da oben, hinter ja, muss sagen, also, wollen wir denn da, uns in den Häusern verbarrikadieren? Kann man machen. Wir können doch direkt schon ein Haus verholen, theoretisch. Ne? Dann müssen wir gar nicht erst irgendwie. Es gibt ja dieses Standard-Hausboot, das können wir nutzen. Als... Was gibt es? Es gibt ja dieses Standard-Hausboot, was wir nutzen können. Öffne mal deinen Bauplan. Ja. Mal gucken, welches man nimmt. Ich wollte jetzt halt eins bauen, wo man jetzt nicht unbedingt so viel. Ja, waren glaube ich so 46 Holz oder so. Ne, also ist vergleichsweise wenig. Es gibt ein Small Raft, Houseboat, Large Raft. Ja, nehmen wir Houseboat, da können wir auch speichern. Wie öffnet man nochmal die Karte? B, ne? Ja. Jo. Ja, genau. Dorfbewohner. Also diese Steine, okay. Die können die echt doch mal raus aus dem Spiel. Kommt her, ihr Pissel, komm her. Provozier's nicht, wenn sie uns noch nicht gesehen haben, ist alles gut. Mehrere, den ich sagen, diese, also ich muss sagen, diese kleinen Steine und diese Tennisbälle, die könnten die echt mal aus dem Spiel rausnehmen. Das fucken ab, ey. Ja. Das Haus setzen wir mal auf die andere Seite von der Bucht. Da hinten ist nämlich Wald. Da ganz hinten oder, mit schön. Oder ist das hier näher dran? Was? Nein, das geht auch. Mir ist egal. Ich würde es einfach hier vorne machen, dann können wir hier aus dem Wald das Haus sammeln. Ja. Machen wir auch hier. Ich geh erst mal Sticks und Karren sammeln. Oh Mann, ja, wie bin ich kacke geworden im Lizard zu fangen? Christian, warst du jemals gut? Ja. Oh! Ich war der beste Lizardfänger EU West. Ah, du warst echt ja, ein tot. Guter Jäger. Aber mit Feuer und Bogen bin ich halt besser dran. Okay, einer ist schon tot. Okay. Hast du schon eventuell Sticks oder so, Mario? Muss ich gleich mal gucken. Damit wir hier immer Karren in Karren machen können. Es wird dunkel. Ja, komm schon! Er macht da mal ein Lagerfeuer hin oder so. Ja. Ja, wir können ja hier bei den Zelten, glaube ich, pennen, ne? Ja, ja wir müssen alle pennen. Komm mal rüber. Alle pennen. Bis ich bei euch bin, dauert es ein bisschen, weil ich hatte den Lager auf der Jagd. Ja, mach mal Lagerfeuer so lang, Mario. Zwei Lizards sind schon tot. Ich kann mir überlegen, echt das kleinere Boot zu bauen, weil ich will eigentlich so schnell wie möglich da raus. Also Leute, für uns gibt es jetzt Lizardfleisch und Schildkrötenfleisch. Sehr gut. Das hier, bitte gerne. Lizard war ich mit gegen Schildkrötenjagen. Was? Ja. Wie ist das denn? Schildkröten sind vom Aussterben bedroht. Also Schildkröte. Master? Ja. Hab ich zweimal besucht. Besuch?